Hallo, da sind wir mit einer neuen Aufnahme Elite Dangerous. Ich wollte ja eigentlich mit den Kampfzonen weitermachen, aber die sind irgendwie weg. Ich vermute mal, dass das ganz dem Spielkonzept entsprechend temporäre Sachen sind, offensichtlich. Und deshalb werde ich jetzt mal was Neues ausprobieren. Also für mich neu. Nämlich versuchen herauszufinden, ob man über diese Nachrichten, die man an Sternenbasen bekommt, da nicht was erfahren kann, wo man eventuell noch solche Zonen finden könnte. Ja, muss nur mal schauen. Ob das diese Funktion, ob da das rauszufinden ist. Boah, Wortfindungsschwierigkeiten. Jetzt bin ich auch leider wieder auf dem quietschenden Bürostuhl zurück. Der andere war quasi nur geliehen. Und deshalb, wenn es jetzt im Hintergrund mal wieder quietscht, dann tut mir das leid. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwie ölen kann oder so. Bin ja übrigens sehr begeistert, wie angenehm sich Mass Effect spielen lässt als LP und auch Elite. Bei Elite muss ich zugeben, ist es jetzt, wo ich den Vergleich habe, etwas schwieriger, die ganze Zeit irgendwas zu erzählen, weil man bei Mass Effect ja den Vorteil hat, da wird halt auch vom Spiel aus gequatscht. Und das gibt's hier ja leider nicht. Gut, ich könnte jedes Mal meinen Satz unterbrechen, wenn der Computer irgendwas quakt, aber ich glaube, das geht auch ohne. Meine Güte, dauert das lange. Ich bin ja echt mal interessiert an diesem Wings-Kram. Das muss ich unbedingt mal testen. Ich hoffe, ich habe dieses Wochenende Zeit dafür. Dann werde ich das mal twittern und Facebook und YouTube überhaupt alles. Wird das dann, da werde ich das dann alles posten und so. Wann ich wo bin und wer Interesse hat, soll doch dann da sein oder mir bei YouTube eine Nachricht schreiben oder so. Bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Gestern eine längere Nacht. Und deshalb bin ich vielleicht heute etwas schweigsamer als sonst. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr, sehr froh, dass wir die Cobra wieder haben. Ich mochte die Edda irgendwie gerne, die hatte was. Wir haben ja da sehr viel Zeit drin verbracht. Aber die Cobra ist natürlich schon was anderes. Und da wir die auch schön ausgerüstet haben. Na komm. Keine Müdigkeit vor Schützen, Elite-Server. Yay. Und wir können auch noch den Eingang sehen, das ist ja grandios. Docking request granted. Ach, und himmlische Musik wieder. Das Schiff ist echt ganz schön flott. So, wollen wir noch mal gucken, wie gut wir es heute hinkriegen. Das war ein bisschen zu früh gebremst. Ich bin, glaube ich, sowieso, seit wir die wieder haben, mit der Cobra noch nicht gelandet. Huch, wow, Hilfe. Geht Docking doch. successful. Puh. Engines disengaged. Das war schwierig.
Haben wir eigentlich noch... Das habe ich gar nicht geguckt. Oh, da haben wir ja noch ein bisschen was. Zeigt da immer noch verbuggt an. Lass mal nachtanken und so. So, dann wollen wir mal schauen. News. Mal schauen, ob sich hier irgendwas rausfinden lässt, während ich hier mit dem Stuhl rumquietsche. Das sind alles nur Nachrichten, die schon vorbei sind. Also nicht alles wahrscheinlich. Teilweise werden es einfach Statusberichte sozusagen sein, aber auf jeden Fall Sachen, die uns nicht weiterhelfen. Hier kann man Sklaven kaufen. Nehmen wir Fracht mit? Ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Hightech und Raffinerie. Schauen wir doch mal. Nee, das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es sollte ja schon was sein, wo wir was von haben. Everywhere except Hightech. Das könnten wir doch mal machen. Kriegen wir den Laderaum voll damit? Tatsächlich. Na komm, das wird dann zwar möglicherweise sehr blöd, wenn wir falls wir kaputt geschossen werden sollten. Aber das sollte ja wohl irgendwie zu machen sein. Dann schauen wir doch mal, wohin wir das kriegen. Jetzt handeln wir uns schon wieder gleich so ein Problem ein wie mit den mit dem Palladium. Das müssen wir erstmal hier alles anzeigen. Und das kann weg. So, wo wollen wir denn hin? Eigentlich können wir das auch wieder... Ach, ist eigentlich egal, so. Jetzt ist die Information wieder weg. Na komm. Agriculture und Extraction. Agriculture. Machen wir es mal hier rüber. Bringen, nicht machen. Aber wie lässt sich denn wohl rausfinden, wo es gerade eine Kampfzone gibt? Steht das vielleicht im Newsletter oder so? Ich gucke da ja nicht mehr so oft rein. Hab ich schon erwähnt, dass das Ding echt schnell wird. War das letztes Mal auch schon so? Das ist ja schon richtig flott. Oh, wir können ja schon längst. So, da habe ich gerade meinen Schluck getrunken. Mist, da ärgere ich mich jetzt ja, dass ich nicht mehr Zeit hatte, das abends dann noch ein bisschen abzufarmen. Das kommt ja eh immer anders, als man plant, ne? So, wir brauchen irgendeine Station. Die nehmen wir, die ist nicht weit entfernt. Beschleunigen wir gar nicht erst so hoch. Eigentlich noch ein Fuel Scoop hier drin. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nö, sieht nicht so aus. Aber meine Stimme geht dafür gerade flöten. Das ist ja auch super. Muss ich mal überlegen, mache ich heute noch irgendwas Lustiges? Ich überlege, ob ich mal wieder ein paar Folgen Startopia machen soll, weil das einfach echt witzig ist. Und immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Und wenn ich mal rausfinde, wie man das unter Windows 7 zum Laufen kriegt, dann widme ich mich noch Rogue Squadron. Das ist immer noch eins der besten Star Wars Spiele, die je gemacht wurden. Ah.
Aber leider ist das unter Windows 7 nur sehr kompliziert zum Laufen zu kriegen. Das nervt. Dabei mache ich das doch so gerne. Schön den X-Wing vor ein paar TIE Fighter setzen und die KI austricksen. Die KI war allerdings damals auch noch nicht sonderlich hoch entwickelt. Ich glaube, ja, die können einen gar nicht verfolgen. Das Einzige, was die in dem Spiel können, ist in sehr großen Gruppen auftauchen und dann schießen. Docking request granted. Aber ich weiß gar nicht, da gibt es gar keinen Schwierigkeitsgrad in dem Sinn. Da gibt es nur diese Medaillenbelohnung am Ende. Und das ist mir fast ein bisschen peinlich, das zuzugeben, aber als ich das Spiel noch, also als ich das zuerst bekommen habe, habe ich das nie geschafft, alle Medaillen zu holen. Also alle in Gold. Oh, eine reichere Gegend. Da kann man immer die Dings so schwer erkennen, die Zahlen. Aber schönes Rosa. Oh, das war ja auf den Punkt. Bam. Docking successful. Engines disengaged. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob unsere Progenitor Cells uns hier was einbringen. Da. Tatsächlich. War zwar jetzt nicht so mega viel, aber werden wir nehmen. Wie sieht's denn hier aus? Ach, da ist jetzt schon wieder ein neuer Artikel. Gucken, ob wir hier irgendwo einen Planeten rausfinden, den wir vielleicht besuchen können. Mal kurz gucken auf die Karte. Das ist ja sogar gar nicht mal so weit entfernt. Mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie, ob wir da irgendwie an was rankommen. Ansonsten probieren wir mal so. Das ist die Route nicht sonderlich anders. Nehmen wir da noch was hin mit. Ach, und ich habe ja immer noch diese Kartendaten, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht werde ich die ja jetzt hier mal los. Oder gehen die verloren, wenn man das Schiff wechselt? Nee. Dann gucken wir doch mal. Treibstoff brauchen wir jetzt nicht so dringend mitzunehmen. Das ist ganz schön krass, das Zeug. Oh, wird nirgendwo produziert. Das ist schwierig, dann daran zu kommen, würde ich sagen. Ist das alles? Geht das alles an Raffinerie? Das könnte man auch an Hightech verkaufen. Wir nehmen einfach mal das hier. Das bringt am meisten Profit. Und das an Raffineriewelt zu bringen, sollte ja nicht so schwer sein. So, da haben wir auch noch genug Kohle, um uns unser Schiff leisten zu können. So gerade. Ich glaube, ich war in diesen moderneren, also reicheren Stationen schon lange nicht mehr im Hangar. Oh, da kommt ein dicker Brummer durch die Tür. So, Vollgas und natürlich den Booster an. Yay! Ist natürlich nur die Frage, da müssen wir jetzt immer blöderweise gucken, vorausschauend, dass wir, da haben wir zum Beispiel direkt eine Raffineriewelt, aber ich guck mal, was wir da noch auf dem Weg haben. Das System ist leer. Das ist auch Raffinerie, also wir hätten da genug zur Auswahl scheinbar. Das nicht. Das auch nicht. Also die vorletzte, wenn ich das richtig sehe. Nicht das. Das da. Aber da fehlen ja Welten. Aber die scheinen dann einfach nicht bewohnt zu sein, behaupte ich mal. Sollte sich auf jeden Fall irgendwo unterbringen lassen, der Stopp.
Jetzt hoffe ich nur, dass ich das in der Zeit noch schaffe. Ich glaube aber nicht. 5 Minuten werden es noch, aber vielleicht überziehe ich einfach mal ein bisschen. Ich habe ja extra schon die schnelle Route genommen. Fuel Scoop haben wir ja keins mehr. Das muss ich schnell ändern. Achso. Da war ich zu voreilig. Frameshift Drive Charging. Ich glaube auch die Economic Route hätte uns da nicht viel geholfen, so wie das aussah. Hier gibt es echt viele Himmelskörper. 4, 3, 2, 1, engage. Der Computer jemals zählen lernen wird. Und ob dieser Bildschirm zwischen den Knien da irgendwann auch mal eine Funktion haben wird. Oh, Gasriese. Macht aber ein interessantes Licht. Aber wir fliegen einfach mal weiter. Schade, dass man seine Route nicht irgendwo noch so als quasi Stichpunktliste sehen kann. Das wäre noch ein cooles Feature. Ich bin das irgendwie so gewohnt, dass man den Cockpitsitz auf der rechten Seite hat von der Adder. Und was soll eigentlich mit dem zweiten Stuhl da passieren? Das war doch bestimmt auch Ogel. Bestimmt auch mehrere Schiffe dann geben. Ach, wir haben ja gar keinen Scanner mehr. Kann ich wenigstens die Sonne als solche entdecken? Sieht ja eher nicht so aus, ne? Nee. Ja, dann... das ist doch mal ein Angebot. Da bringen wir jetzt das Zeug hin und dann müsste auch die Folge zu Ende sein. Dann holen wir uns da noch einen Fuel Scoop. Das ist zwar ein relativ weiter Weg, aber das sollten wir noch schaffen. Die paar Minuten werde ich noch so gerade haben. Tja, das sieht noch nach einem kürzeren Flug aus jetzt, aber was erzählt man denn da so mal wieder? Das alte Problem. Na, ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall auch über die Cobra. Im guten alten Outfit. Und was wäre denn dann das nächste Ziel? Mal überlegen. Kämpfen macht mir ja offensichtlich mehr Spaß als Handeln. Deswegen überlege ich weiß nicht, was da das nächst bessere ist. Also die Viper ist ja das da drunter. Wenn ich mal so, ohne mich da näher mit befasst zu haben, den Kampfschiffbaum aufstelle, dann kommt unten die Eagle, dann die Viper, dann die Cobra. Dann müsste Python, Vulture und Asp sein. Ich weiß nur nicht, wo die Vulture reingehört. An welche Stelle in diesem Baum. Aber das ist ja auch... Wobei, vielleicht taugt die Python ja mehr als die Asp. Und dann kommt natürlich irgendwo noch das Federal Dropship rein. Beziehungsweise der Imperial Clipper. Ja. Oder natürlich jedermanns Favorit, die Orca. Das ist ja echt ein bisschen überraschend, dass man ohne Discovery Scanner nicht mal irgendwelche Planeten direkt vor sich entdecken kann. Aber die Extraction Zeit, das ist natürlich wichtig. Vielleicht besuche ich auch einfach die. Da sind ja direkt welche davor.
Das ist ja sogar fast aufgegangen mit den 2 Minuten. Huch, wir sind ja extra langsamer. Hä, hey, fail. Bin wohl noch ein bisschen zu müde. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Langsam. Ganz langsam. Jetzt habe ich ja übrigens neulich bei Steam gesehen, das muss ich mir mal überlegen, ob ich nicht da nochmal was entgegen des Kanalkonzepts mache und das Schwesterspiel zu Space Engineers mir mal ansehe. Medieval Engineers. Das sah echt cool aus. Und wer weiß, was sie da noch so mit geplant haben. Bisher ist es eigentlich nur eine ziemlich abgefahrene Physiksimulation, in der man coole Burgen bauen kann. Also so abgefahren weiß ich gar nicht, ob die Physiksimulation ist, aber da gab es in dem Trailer irgendwie was von wegen, dass man sehen kann, wie die Statik eines Gebäudes ist. Da zerschießen sie dann irgendwie Brücken und haben dann so ein Overlay, wo man sehen kann, okay, so und so belastet ist jetzt diese Säule oder was auch immer. Diese Mauer. Und das ist schon krass, finde ich. Docking request granted. So, einmal boosten. Dann sind wir auch ratzfatz da. Das Ding hat irgendwie eine coole Farbe. Ob es wohl auch reiche Coriolis gibt oder haben die dann, also sind reiche Systeme nur die mit Orbis und mehr? Orcellus heißt das andere. Nummer 6. Ja, das war natürlich nicht mehr so auf den Punkt, ne? Dafür haben wir ausnahmsweise mal nicht die Station gerammt. So, dann mal ab nach unten. Und schauen, dass wir unseren Kram hier verkauft kriegen. Wo war er? Da. Ja. Für 7300, ja, können wir machen. Denke ich mal. So, jetzt schaue ich noch nach einem Fuel Scoop. Kriegen wir doch bestimmt noch eins rein. Mal schauen, was hätten wir denn gerne? 82.000. Ah, da steht mittlerweile auch mal bei, wie viel das aufsaugt. Das ist ja sogar besser und kostet weniger. Mal gucken, wann das nächste kommt. Das ist noch nur 0,04, dann nehmen wir das hier. Ja, damit sonst noch irgendwas mitnehmen. Basic Discovery Scanner kann man natürlich immer nehmen. Aber ich glaube nicht. Was haben wir denn hier? Ah, jawohl, dann können wir doch jetzt endlich auch mal mit dem Teil ein bisschen die Farben und so zeigen. Was sieht denn cool aus? Dieser Farbspray-Effekt ist schon ganz cool. Vielleicht in Blau? Oder lieber in Rot? Ich glaube, ich nehme mal die hier. Gibt es da noch mehr? Oh, da gibt es ja, stimmt ja, wir hatten ja noch die Auszeichnungen hier. Die könnte man sich doch mal auflackieren. Das sind zwar noch nicht so die Mega-Auszeichnungen, aber wir arbeiten dran. So, und jetzt erstmal auf den Wert unseres Schiffes gucken. Ja, das können wir uns noch so gerade leisten, dann bleiben wir mal dabei.
Gut, dann wäre es das für heute und schauen wir mal, was wir mit unserer Orange Cobra so erreichen. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuschauen. Tschüss!